Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bufft Show. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und mit mir im Studio ist der David. Du bist der semi-musikalische Simon und zusammen zeigen wir euch jetzt World of Warcraft. Patch 5.1 ist ja jetzt gerade auf die Live-Server gekommen. Endlich. Richtig. Da haben wir auf den Testservern schon so ziemlich alles abgefeiert, was in dem Update drin ist. Deshalb geht's jetzt auf die Live-Server und auch in Pandaria haben die WoW-Entwickler, die ja ohnehin für viele Easter Eggs und andere Späße bekannt sind, wieder so einiges versteckt. Und ein paar der Geheimnisse des neuen Kontinents zeigt euch jetzt Susanne. Grüße. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Geheimnisse von Azeroth. Diesmal stürzen wir uns kopfüber auf die Geheimnisse in Pandaria. Und wie ihr seht, befinden wir uns gerade in Marista in der Nayeli-Lagune in der Krasarang-Wildnis. Und unser erstes Geheimnis aus Pandaria wollen wir euch zeigen und dafür müssen wir darauf. So, was haben wir hier zu sehen? Da ist einmal rechts von uns eine Luke. Das schauen wir uns mal näher an. Und dann seht ihr, dort liegen ganz viele kleine Gnomenskelette drumherum. Scheint also ein bisschen gefährlich zu sein, das Ding. Und üblicherweise, also die Luke könnt ihr selber nicht benutzen, aber normalerweise liegt dort ein Item. Wir haben das schon eingesammelt, deswegen sehen wir das jetzt nicht mehr. Aber wir haben es natürlich für euch aufgehoben. Das ist ein Papierstapel. Und der hat einen ganz besonderen gelben Text. Da steht nämlich unter anderem die Ziffer drauf 05151212.01 und dahinter Systemfehler. Was bedeutet das also? Die Lost-Fans unter euch werden vermutlich das Schema ein bisschen erkennen. In Lost hieß es nämlich 92204044.16 und das markierte in etwa die Zeit, zu der Flug 815 auf der Insel abgestürzt ist, auf der Geheimnisvollen, und daher auch die Luke. Denn auf der Insel gibt es natürlich auch viele Dharma-Luken. Allerdings bedeutet die Zahl in WoW was anderes, nämlich am 15. Mai 2012 ist Diablo 3 gestartet, nämlich um 0:01, also um 12:01. Und der Systemfehler ist natürlich der Moment, in dem die Server abgeraucht sind. Wir sind jetzt mal weitergereist, nämlich zu einer Insel westlich von Shiyis Wiege. Da sehen wir gerade, da gibt es solche Hinweisschilder, die warnen uns etwa entweder vor etwas oder aber sie wollen uns auf etwas hinweisen. Wir sind uns dessen noch nicht ganz so sicher, aber ihr seht schon, da auf dem Schild waren Frösche drauf. Da gibt es auch Frösche, nämlich zum Beispiel diese Krasarang-Fluthüpfer. Und wenn wir mal hier rüber gehen, gibt es noch ganz viele andere Frösche, nämlich normale Krasarang-Frösche und Krasarang-Unken. Die Unken bekämpfen sich gegenseitig, die normalen, die hocken da rum, unterhalten sich vielleicht ein bisschen und hüpfen gerne in Dreier- bis Vierergruppen über die Insel. Warum das Ganze, wissen wir natürlich nicht. Ist aber eine schöne Insel und man könnte das Ganze natürlich als Froschhabitat sehen. Wir haben uns aber gedacht, wir bringen einfach mal ein paar der Frösche um. Deswegen legen wir jetzt hier mal unser Bumgear an und dann legen wir los und hauen den Fröschen ihre Lebenspunkte weg. Die haben jeweils nur 85 Lebenspunkte, das heißt, die sind mit ein paar AE-Attacken schnell erledigt. Interessant ist auch, wenn ihr eine gewisse Menge an Fröschen erledigt habt, auf der Insel sind so in etwa 80 bis 90 Stück, dann spawnen die alle gleichzeitig wieder und ihr könnt sie dann neu umlegen. Und wenn ihr genug umgebracht habt, dann passiert das. Quackhahn erscheint, dieser große Frosch da, und hüpft hinweg. Nicht aber ohne den Kryptoklismus gewirkt zu haben, der dafür sorgt, dass alle Leute innerhalb von einem Radius von 100 Metern umgebracht werden. Was genau es mit Quackern auf sich hat, wissen wir natürlich noch nicht. Wir mussten ja leider das Zeitliche segnen. Aber wenn ihr es gerne mal rausfinden wollt oder ausprobieren wollt, dann sagt uns doch Bescheid und postet mal in den Kommentaren, was ihr erlebt habt. Kommen wir jetzt zu unserem letzten Geheimnis. Das befindet sich, wie ihr schon seht, in der Schreckensöde. Und wir müssen mal schnell unter Wasser gehen. Es befindet sich nämlich genau genommen vor der Küste der Schreckensöde, westlich von Rigitun nämlich. Dort gibt es Goglocks Lehrhöhle. Das da ist übrigens Goglock, eine riesige Muschel. Wir haben uns gedacht, kann ja nicht schaden, würden wir die mal angreifen. Das ist auch relativ problemlos möglich. Wir befinden uns zwar unter Wasser, haben aber einen Buff, der Unterwasseratmung erlaubt, und wir können auch so am Boden andocken, das heißt hin und her laufen, müssen also nicht die ganze Zeit dumm in der Gegend rumtreiben.
Und dann ballern wir mal ein bisschen auf Goglock los. Das ist auch relativ schnell gemacht, beziehungsweise ist es relativ harmlos. Wir werden nämlich nicht zurück angegriffen von der Riesenmuschel. Allerdings nimmt das Ganze ein bisschen Zeit in Anspruch, denn das Tier hat so 12 Millionen Lebenspunkte, zwischen 12 und 16 glaube ich sogar. Und dementsprechend dauert es etwas lange, wenn man alleine da ist, um diese Muschel zu erledigen. Außerdem kommen hin und wieder mal ein paar Fischchen vorbei, die an euren Zähnen knabbern wollen. Das sind zum Beispiel die Schiffshalter, die da gerade aus dem Hintergrund ankommen. Die wollen wir natürlich erledigen, die beißen nämlich ganz schön kräftig zu und das nervt dann natürlich doch. Und dann kommen natürlich auch noch jede Menge anderer Tierchen an, sind aber immer die gleichen, also in gleichen Zeitabständen, je nachdem wie viele Lebenspunkte Goglock schon verloren hat. Und da haben wir Goglock quasi erledigt und bekommen automatisch eine Quest. Und da können wir uns noch dieses schöne Schauspiel hier anschauen. Da sind nämlich Waldgeister aus Rikiton herbeigekommen und holen die Perle von Goglock ab. Mit der könnte man ja noch was anstellen. Und die Quest sagt auch das Gleiche aus. Die Waldgeister sind dahergekommen, haben die Perle abgeholt. Geht doch mal nach Rikiton und unterhaltet euch mit Häuptling Rikiton und schaut, was ist passiert. Da gibt es auch ein Überraschungs-Item, sieht man da am Fragezeichen. Und da zeigen wir auch gleich, was es Schönes gibt. Hier schauen wir nochmal den Waldgeistern hinterher. Die sind dann irgendwann verschwunden. Wir sind dann einfach mal auf unser Mount gestiegen und nach Rikiton geflogen. Und da stehen wir vorm Häuptling selbst. Und man sieht, es gibt einiges an Gold abzustauben. Die Waldgeister möchten nämlich die Perle als Samen haben. Und es gibt diese Goglock-Muschel, die einen gar wunderschönen Effekt hat. Und ihr seht aus, als wärt ihr die Venus, die gerade aus der Muschel gestiegen ist. Und mit diesen heißen Bildern wollen wir uns von euch verabschieden und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder bei den Geheimnissen von Pandaria einschaltet. Gute Reise! So, David, du bist doch auch so ein alter Druide, oder? Hey, Junge. Frisch. Junge. Fidel. Und bist du denn auch schon durch das Lagerfeuer gelaufen und bist dann in Flammen aufgegangen? Ja, das ist ja jetzt ein neuer Gag mit Patch 5.1. Wenn man die Tree-End-Glyphe benutzt und sich neben Lagerfeuer stellt, haben sich ja ohnehin schon immer viele Leute gefragt, warum brennen die doofen Druidenbäume eigentlich nicht? Ja, jetzt fantastisch. Tun sie es dann. Fantastisch, ja. Fantastischer Gag für oder gegen Baumdruiden, wie man das jetzt auch sehen mag. Ja, kann man sportlich nehmen, ja, glaube ich. Es geht weiter mit Rift Storm Legion. Das ist ja sozusagen die erste große Erweiterung für Rift. Jawohl. Und da gibt es einen neuen Dungeon, den wir uns angucken. Das ist nämlich für Spieler der Stufe 54. Das ist das Sturmbrecher-Protokoll. Und das Witzige ist, da ist man nämlich in so einem Mechs unterwegs und kann auf Bosse hüpfen und so weiter. Und wie das Ganze aussieht, das könnt ihr euch jetzt anschauen. Da wird geballert, da stampfen Blechkolosse umher, da fliegen Raketen. Das muss MechWarrior Online sein. Ja, das würde ich auch sagen. Ja, dann sind wir fertig, denn davon haben wir keine Ahnung. Nein, das ist nicht MechWarrior Online. Ah, also ein Glück. Es ist Rift Storm Legion, nämlich ein Dungeon, den du besucht hast. Richtig, wir sind hier im Sturmbrecher-Protokoll, heißt der. Ein Dungeon so ab Stufe 52 bis 56 geeignet im normalen Modus und natürlich dann 60 im Expertenmodus. Wir sind hier in der normalen Variante, weil ich nicht schnell genug levele. Ist auch nicht schlimm. Ja, und ihr seht schon, wir steuern halt diese lustigen Mechs, man verwandelt sich halt in die. Alle Mechs können dann das Gleiche, es gibt also dann keinen Tank-Mech oder keinen Heil-Mech oder sowas. Und es gibt haben halt Baller-Mechs. Richtig, also sie können so ein Schild aktivieren, das ist die Fähigkeit 5 hier. Dann kriegen sie ein paar Sekunden lang keinen Schaden. Es gibt diesen schicken Flammenwerfer, mit dem man jetzt hier die ganzen Käfer röstet. Eben die besagten Raketen für Flächenangriff, für Reichweitenangriffe oder halt eben um Luftwaffe abzuschießen, was wir eben kurz gemacht haben. Und jetzt kommen wir auch schon auf den ersten Boss zu. Den bekämpfen wir auch als Mech. Der kriegt erstmal direkt ein paar Raketen vor den Latz geknallt. Das ist ja super. Vor allem, man kann dabei weiterlaufen, das finde ich am schönsten. Mein Kleriker muss ja bei den meisten Sachen, die er so macht, stehen bleiben, ja, was ich ein bisschen blöd finde. Und hier der Mech, der kann laufen. Ich wäre gerne immer der Mech. Vor allem mit den 500.000 Lebenspunkten, die er hat. Das heißt, ihr habt euch gegenseitig abgesprochen, wer wann dann mal das Schadensschild anschmeißt oder einfach mal wild losgeballert. Ja, das war eher so ein wildes Geballer, war halt eine Wendengruppe. Dann gibt es noch diese rote Fähigkeit vom Boss, haben wir gerade gesehen. Dann kickt er einen so ein bisschen weg und macht Aua. Diese gelben Felder kommen von den Kanonen, die man jetzt gleich vielleicht so rechts im Bild mal sehen könnte. Die auf diesen Säulen stehen. Da kann man aber nichts gegen machen, also außer rauslaufen natürlich. Die Kanonen kann man auch nicht beseitigen.
Jetzt sieht man schon, meine Lebenskraft ist gesunken. Also schieße ich auf so ein Fass und finde eine grüne Lebenskugel. Super. Ja, Medikits quasi. Genau das. Heilen können die Max nicht. Diese grüne Fähigkeit Nummer 7, das ist ein Battle Rats. Werden wir gleich mal ausprobieren. Wir haben da mal einen Kollegen gesagt, du stirbst das bitte mal. Natürlich total absichtlich. Nein, das war wie gesagt eine Random-Gruppe und nicht abgesprochen. Ich glaube, es war auch halt Franzosen dabei, Engländer und so weiter. Die Kommunikation war also auch ein bisschen, naja, manchmal schwierig. Zumindest mit den Franzosen. Die sagen halt immer oui, oui oder ja, ja und yes, yes. Und dann machen sie genau das Gegenteil von dem, was du gesagt hast. Richtig. So, der ist auch schon gestorben. Das heißt, jetzt kommt der Battle Rest zum Zug. Genau, muss man ein bisschen näher rangehen, dann kann man ihn quasi mit einem Defibrillator wieder reinschocken. Oh, jetzt habe ich das rausgeknüpft. Tja, Skandal. Jedenfalls, da steht er auch wieder. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen sputen, hier diesen Boss zu Ende bringen, denn wir haben noch einen ganzen Haufen weiterer Bosse vorbereitet. Wie viele Bosse gibt es insgesamt? 5. Das ist eine ordentliche Menge. Ja. Ist hier nicht so, dass im Expertenmodus neue hinzukommen. Das war ja bei den alten Experten-Dungeons von Rift so. Und bei Storm Legion haben sie es halt so gemacht, dass sie einfach nur schwerer werden, mehr Fähigkeiten haben etc. Aber dass die Dungeons sich da groß erweitern und verändern, das gibt es jetzt nicht mehr. So, der Geselle hier ist ganz witzig. Wir sehen hier einzelne Körperteile von ihm an. Ihr seht schon, ich kann das Bein attackieren, ich kann auch diese Pestilenzschleuder da oben angreifen. Ah, super. Die sorgt dafür, dass er zum Beispiel diese grünen Bällchen durch die Gegend schießt, die dann wehtun. Dann haut er immer im Nahkampf relativ gut drauf. Und jetzt kniet er so, da ist er irgendwas kaputt gegangen, ein Bein. Da kann man kurz drauf hopsen und ihm in die entblößten Eingeweide schlagen, wie es so schön heißt. Und dann kriegt er entsprechend Aua. Die entblößten Eingeweide bei einem Baumwesen sind natürlich glücklicherweise nicht ganz so blutig. Richtig, richtig. Eher pflanzlich. Also für alle Vegetarier da draußen, sorry, dass wir die Blume verprügeln, aber Andi, die finden das ja gut. Das ist ja, sie hat es verdient. Flammenwerfer geht es auch ein bisschen, da trifft man direkt alle drei Körperteile, die man da so anvisieren könnte. Und das ist im Grunde auch schon das Ganze, was im Kampf passiert. Das sieht ab und an, sieht man diese Kreise da so rein leuchten, diese roten. Die roten, ja. Das sind dann Verlangsamungsblumen. Die sind insofern ganz cool, wenn man sie kaputt haut, dann kommen die grünen Kügelchen, die man da unten schon sieht, raus und da kann man sich heilen. Lebenspunkte. Exakt. Und da ist er auch schon platt. Der Baum gefällt quasi. Genau. Und da ist die Kiste voller Beute. Ja, finde ich auch diesen kleinen Raketensprung, muss ich ehrlich sagen. Da hatten sie Spaß, die Entwickler, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. So, schön war es mit dem Max. Leider ist es aber vorbei, denn hier ist eine Anti-Mech-Laser-Brutzel-Blitz-Dings, was uns aus dem Mech raus in die Luft und wieder runterwirft. Die Stoßbrecher kommen nicht am Impulsfeld vorbei. Ja, aber als, mit einem Reittiger kommt man da ohne weiteres durch. Der ist ja auch nicht so mechanisch. Nee. Glücklicherweise. Gut, dass ich nicht meine mechanische Spinne ausgepackt habe. So, wir sind beim nächsten Boss. Kaputt gegangen. Ja, genau, die wäre jetzt weg. Mount vernichtet. Danke, dass sie das gekauft haben. Der nächste Boss macht ein paar Aktionen, von denen ich euch gar nicht groß berichten kann, denn meine Aufgabe wird gleich woanders sein. Er hat zum einen Cast, den man unbedingt unterbrechen muss. Das wird er sich dann gleich zeigen, was ich aber nicht sehen werde. Dann macht er hier diesen fiesen Dot, den er verteilt, den wirft er rum. Da muss man also gegenheilen oder den halt entfernen. Ja. Was ganz geschickt wäre. Diese Feuerdinger sollten auf keinen Fall jemand reinstehen. Das heißt, der Tank zieht ihn immer ein bisschen raus aus diesen Flammenfeldern, die er hinterlässt. Das heißt, ihn immer ein bisschen weiterziehen. So. Und jetzt kommen noch diverse Viecher hinzu. Ich habe mich jetzt nämlich hochteleportiert. Das war dieses blinkende Portal neben mir da gerade. Und kann dann hier dieses Gerät anfingern. Ach, und habe jetzt Kontrolle über diese vier Geschütze. Und da hinten kommen riesige Ad-Wellen, die man dann irgendwie aufhalten muss. Mit der Fähigkeit 2 kann ich sie verlangsamen, dass dieses Blaue, was da hinten so blitzt. Mhm. Mit 1 ist dann Dauerfeuer der Kanonen einfach nur. Die schießen auch immer so vorne, hinten, Mitte und so weiter, dass man halt da ein bisschen gucken muss, wann die wohin ballern. Und mit der dritten Fähigkeit könnte man die Gegner auch richtig einfrieren, dass sie erstmal stehen bleiben. Ja, und dann ist meine Aufgabe gewesen, hier oben die Käfer abzuhalten, während unten die Jungs sich diesem Bosskampf gewidmet haben, also sprich dem Feuerding ausgewichen sind und den Boss unterbrochen haben und all die anderen Spieler die Aufgaben gemacht haben, während ich hier oben ganz gemütlich stand, piu piu. Das ist den besten Job für dieser. Genau. Relativ wichtig ist auch, dass die gesamten anderen Mitspieler unter der Brücke stehen, weil die Kanonen haben auch Friendly Fire. Das heißt, wer da in den Sprengradius der Kanonen kommt, ist auch weg. Ja. Das wäre nicht ganz so clever, würde ich sagen. Ja, sieht dann immer blöd aus. Oh, Entschuldigung. Oh, sorry. Ja, du kriegst keine Beute. Ach Mist. Großzügig teilen will. Ja, da hat man gerade noch gesehen, dass jemand in Chitin gehüllt wurde. Da muss man ihn dann draus befreien. Denke ich mal, ich war ja nicht da. Aber ja, ich denke schon. Das ist so, ja.
Ja, und jetzt sind die Ehrfürchte auch kaputt. Damit ist dann der Boss auch quasi dem Ende zugeneigt. Jetzt kommen keine mehr. Und dann kann ich mir gedacht, Mensch, gehst du unten mal schnell helfen, den tödlichen Schuss anbringen quasi. Dumm, 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 kurz runterflitzen. Hab mich natürlich nicht getraut, da frontal runter zu hüpfen. Nicht? Nee, ich dachte, das ist so tief und so, dann tust du dir weh. Hier war auch nicht besser, aber da war er auch schon, da ist er gestorben. Tja, nur weil ich gerade runtergesprungen bin. Ja, du bist auf ihn draufgesprungen. Fast. Fast. Und der Tank ist sogar noch verbrutzt. Du hast ihn fast getroffen. So, jetzt kommen wir zu einer weiteren lustigen Nummer, eine Art Event. Und zwar gibt es hier zwei Sachen, die man sich mitnehmen kann. Einmal einen stationären Tank-NPC und einmal ein Minenfeld. Mhm. Danach muss man drei so Stationen ablaufen, wo fiese Kreaturen anmarschiert kommen. Da hinten diese Gestaltertierchen. Und muss die halt entsprechend abwehren. Wenn die jetzt in die Nähe von diesen Türmchen, die man aufstellt, kommen, da explodieren die Minen und die kriegen massiven Schaden. Und nur so kann man diesem Ansturm eigentlich auch Herr werden. Mhm. Denn es werden immer mehr, wie man sieht, relativ schnell Erfolge kommen die. Und was mit normalen Schadensfähigkeiten versucht, dauert es einfach zu lange. Aber mit den Minen kein Problem. Das heißt, die mal ordentlich platziert und schon gibt es eigentlich nicht mehr viel zu tun. Exakt. Das sind halt genau drei so Situationen, wo man hier so einen Brunnen verteidigen muss, quasi sich durch diese Ruinen dieser Stadt hier kämpft und dann eben die Viecher brutzelt. Tada! Weggebombt. Genau, wir zeigen euch jetzt mal nicht alle drei. Das dauert ja zu lange. Ihre Truppen sind geschwächt. Rückt vor! Ja, dann rücken wir einfach mal vor. Rückt vor, ja. Auf diesen hübschen Platz. Hier haben wir jetzt immer noch die Minen und das Dingsbums dabei, denn dieser Platz hat es in der Tat in sich. Die Geschichte der Instanz, hier muss jemand befreit werden. Ein Prinz ist hier quasi gestrandet. Mhm. Und jetzt kommen ein paar Techniker und bauen dem einen Fluchtteleporter hin. Ach, das ist und wir müssen das eben verteidigen. Und wir haben die Minen schon wieder platziert. Man ahnt vielleicht. Da könnte jemand kommen. Richtig, da kommen wieder die Herrschaften. So, da sind die beiden Techniker. Die NPC ist da angeflitzt und die bauen jetzt hier so ein Dingsbums auf. Ist ja ganz praktisch, dass da die Warnung kommt, aus welcher Richtung die Gegner kommen. Ja. So, hier ist es sehr wichtig, dass der Tank sich die Nahkämpfer schnappt und die durch diese Minenfelder, die man legt, zieht, während sich alle Fernkämpfer und DDs am besten auf die Fernkämpfer des Feindes konzentrieren, auf diese Sandsturm-Traumaturgen da. Denn die machen nicht nur Angriffe, sondern machen auch diese gelben Kuppeln hier, wo sie halt dann so reinbomben. Sprich, wenn man die erledigt, dann hat man es sehr viel leichter. Wenn man sie nicht erledigt, wird man wahrscheinlich sterben. Und wie das so ist in Rollenspielen, Fernkämpfer lassen sich schlechter durch Minenfelder ziehen als Nahkämpfer. Ja, die weigern sich einfach mitzulaufen. Ja. Ziemlich frech. Ziemlich gemein, finde ich. Ja, das ganze Ding hat auch zwei Phasen. Die erste kann man noch abwehren, dann kommt der Prinz angewetzt und jetzt muss man halt so lange durchhalten, bis er weg ist. Ob man das dann überlebt oder so, die Gegner verschwinden kurz nachdem er weg ist. Wir haben es auch schon mal gehabt in einem anderen Dungeon Run, dass wir alle tot waren und der Teleporter so auch ganz schnell den Prinzen weggeblieben hat und hat mir trotzdem gewonnen. Ist ja praktisch. Ja. War halt ein Opfer, ne? Muss man auch mal bringen. Ja. Ja, wieder auf die Taumaturgen. Und dann, tada, Event geschafft. Super. Aber der Prinz haut ab. Und dann kommt direkt der Endboss, der Instanz, vorbei. Kommt vorbei gefleucht? Ja, der kommt mal. Möchte er auch in den Teleporter? Nö, aber der kommt da raus quasi. Ah. Patsch, dann leuchtet blau. Und da ist er. Die Drachenkönigin begehrt. Ja, der wird schön getankt. Bisschen draufhauen, der hat zwischendurch ein schadensreflektierendes Schild, was man aber als Inquisitor zum Beispiel entfernen kann. Das sollte man auch tunlichst tun, denn sonst gibt's Aua. Ja. Alle draufhauen und dann wundern sich, hey, warum kriege ich eigentlich die ganze Zeit Schaden? Da macht er einen Kettenblitz, der alle Leute in der Umgebung trifft. Da braucht man, glaube ich, nur einfach eine vernünftige Gegenheilung, wenn man jetzt einen Magier im Chloromanten-Status dabei hat, kein Problem. Da war ganz kurz das Schild, da habe ich es auch schon entfernt gehabt. Vielleicht habt ihr das ja gesehen, eine Sekunde war es da. So, jetzt macht er hier diesen roten Strahl zu dem Kristall da hinten. Da müssen dann besser zwei DDs hinflitzen, die den Kristall zerstören. Und natürlich sind hier diese blauen Laser, die euch Aua machen. Ist ja super. Ja, ich habe es mal alleine versucht, da bin ich nicht schnell genug gewesen, denn wenn man den nicht kaputt macht, wipe. Oh. Ja, dann macht er irgendwie Bumm und das ist unangenehm, ja. Richtig, deshalb ist jetzt hier der Kollege freundlicherweise mitgeflitzt und direkt wieder zurück. Zwischendurch kommen noch so ein paar Ads an, die ordentlich draufhauen, deshalb muss der Tank die auf jeden Fall sich schnappen, sonst klatschen die halt die Caster-Heiler weg, was immer blöd ist. Ja. Die kann man dann auch wegmachen mit Flächenschaden und sowas, wenn man möchte, muss man nicht unbedingt, wenn man einen guten Tank dabei hat. Aber am Anfang mit, denke ich mal, wenn alle in der Levelphase sind und die Ausrüstung noch nicht so stimmt, sollte man die möglichst wegklatschen. Ja, denke ich auch. Das macht es auf jeden Fall einfacher. Ja, es geht zu Ende mit dem Herrn Baron Schlackensturm, ein toller Name. Schlackensturm. Ja.
Ja, insgesamt, das Sturmbrecher-Protokoll finde ich bis jetzt einer der coolsten Dungeons der Storm Legion. Ich werde mir die anderen natürlich noch alle angucken und die werden wir euch bestimmt auch in der Show bald präsentieren.